Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun anhand von zwei Rohstoffbeispielen konkrete Szenarioergebnisse und konkrete Maßnahmen, passgenaue Maßnahmen vorstellen. Hier noch mal ganz kurz die Elemente der Rohstoffwende, wie wir vorgegangen sind. Das erste Beispiel ist der Massenrohstoff Kies, ein heimischer Rohstoff, ein nicht erneuerbarer Rohstoff, der überwiegend regional gewonnen wird. Er wird unter anderem eingesetzt im Straßenbau oder als Zuschlagstoff für Beton. Und im Rahmen unseres Projektes haben wir die Bedürfnisfelder Arbeiten, Wohnen und Mobilität als relevant gesehen. Die roten kleinen Kästchen, Würfelchen sind die Hotspots. Das ist für Kies das Risiko der Zerstörung des Landschaftsbildes und die Flächeninanspruchnahme. Und diese führt zu zunehmenden Nutzungskonflikten und es gibt auch schon heute Nutzungskonflikte zwischen Kiesabbau und Siedlungsstrukturen oder auch Schutzgebieten wie dem Bannwald im Rhein-Main-Gebiet, da haben wir vorhin, wurde das auch schon kurz angesprochen. Kommen wir nun zu den Szenarioergebnissen für Kies, den Primärbedarf an Kies für Deutschland in den drei benannten Sektoren. Sie sehen die blaue Linie, das ist das Business-as-usual-Szenario von 2013 bis 2049. Es ist eine leicht abfallende Linie, knapp 10% werden hier gedämpft aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, die hinterlegt wurde. Und man kennt in der grünen Linie, dem Rohstoffwende-Szenario, eine deutliche Reduktion, die möglich ist. Und zwar werden hier knapp 50% an Kies-Primärbedarf eingespart, aufgrund von ambitioniertem Recycling, erhöhten Sanierungsraten und dem Bau von Mehrfamilienhäusern anstelle von Einfamilienhäusern vielfach. Bei Kies sehen Sie jetzt, also hier, es können knapp 23 Millionen Tonnen, fast die Hälfte eingespart werden in einer Rohstoffwende. Hier nochmal kurz die Treiber, eine erhöhte Sanierungsrate führt zu einer Lebensdauerverlängerung von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Hier kann die Betonstruktur eingespart werden durch die Sanierung und dadurch der benötigte Kies. Wir nehmen einen vermehrten Bau von Mehrfamilienhäusern und statt Einfamilienhäusern an und gehen von einem ambitionierten Recycling aus. Also es wird Kies durch Betonbruch ersetzt und dieser Recyclingbeton wird auch hochwertig eingesetzt, also im Hochbau. Jetzt kam die Frage auch schon nach den konkreten passgenauen Maßnahmen zu diesem Rohstoff. Also unser oberstes Ziel ist die absolute Verringerung des Kies-Primärbedarfs. Wie kommen wir hier hin? Einige Beispiele möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Zum einen möchten wir die Steigerung des Einsatzes von Sekundärmaterial erreichen. Wir gehen von einem geringeren Ausbau des Straßennetzes aus. Wir möchten ein kompakteres Bauen erzielen im Wohn- und Nichtwohnbereich und eine Lebensdauerverlängerung der Gebäude. Das ist jetzt immer noch eine übergreifende Maßnahme und jetzt gibt es einige ganz konkrete Ideen. Wie erreiche ich eine Erhöhung des Einsatzes von Sekundärmaterial? Eine Idee ist die Erhebung einer Primärbaustoffsteuer einer deutschen. Das ist gar keine neue Idee. Es gibt 15 EU-Länder, in denen bereits eine Art Baustoffsteuer erhoben wird. Dazu zählen Großbritannien, Schweden oder Dänemark. Und wir gehen von einem erhöhten Einsatz vom Recyclingbeton aus, und zwar hier im Hochbau, das heißt nicht nur im Tiefbau, in Lärmschutzwellen, wo er heute bereits eingesetzt wird, sondern im Hochbau, im Wohnungsbau. Das nächste ist der geringere Ausbau des Straßennetzes. Heute gibt es den Bundesverkehrswegeplan, der plant die Straßen übergreifend mit Fokus auf den Straßen. Und wir möchten aber den Fokus auf die Mobilität lenken, und zwar verkehrsträgerübergreifend, dass eine Planung national stattfindet, wo mitbedacht wird, gehe ich zu Fuß, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Fahrrad, nutze ich öffentlichen Personennahverkehr. Auch eine solche Idee, die gab es bereits vor einigen Jahren und die möchten wir hier gerne aufgreifen. Das kompaktere Bauen, hier eine Idee ist eine neue Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbssteuer. Heute gibt es die Grunderwerbssteuer, das ist eine länderspezifische Steuer, die auch von den Ländern in unterschiedlichen Höhen erhoben werden. Diese richtet sich einfach nur an dem Kaufpreis. Das ist das Grundstück mit bestehendem eventuellen Bestandsgebäude auf den kompletten Kaufpreis. Damit wird unterstützt, dass ich auf preiswerte Fläche, auf die grüne Wiese gehe. Und unser Ansatz ist es, das kompaktere Bauen zu fördern und daher auf den Quadratmeteranzahl zu gehen, gekauften Grundstücks. Die Lebensdauerverlängerung der Gebäude, wie kann ich das erreichen? Durch eine erhöhte Sanierungsrate. Hier ist die Idee, einen nationalen Gebäudecheck einzuführen. Er soll helfen, den Eigentümern Ideen zu bekommen, wo kann ich sanieren, wie kann ich den Werterhalt meines Gebäudes sicherstellen. Die Idee des Gebäudechecks ist, auf alle Wohn- und Nichtwohngebäude anzuwenden für eine Rohstoffwende.
Es soll nach einem Neubau nach 30 Jahren der erste Check stattfinden und dann anschließend alle 10 Jahre. Und haben hier eine nationale Steuer, wo die Unterstützung nicht nur vom Eigentümer getragen wird, sondern am besten auch vom Staat mit unterstützt wird. Was wird bei einem Gebäudecheck angeschaut? Da gehen wir von der Statik aus, von gesundheitsrelevanten Themen wie Schimmel, aber auch Zustand von Rohren oder Dichtigkeit. Und somit die Sanierung zu unterstützen und den Eigentümer hier Hinweise zu geben. Wenn Sie sich jetzt das Bild im Übersicht anschauen, hier sind für den heimischen Rohstoff Kies die Maßnahmen national und länderspezifisch adressiert. Und daher kommen wir nun auch zum anderen Beispiel, dem Nichtmassenrohstoff Neodym, ein ganz anderer Rohstoff, ein Nichtmassenmetall, der in wenigen Mengen benötigt wird. Er wird ausschließlich importiert und vor allem eingesetzt in dem Neodym-Eisen-Bohr-Permanentmagneten. Und dieser Permanentmagnet ist im Bereich von der Rohstoffwende in den Sektoren Mobilität und IKT zu finden, im Bereich der Mobilität im Elektromotor der Elektrofahrzeuge und im Bereich von IKT zum Beispiel in Festplatten oder Lautsprechern zu finden. Aber der Permanentmagnet hat auch noch andere Anwendungen in der Windkraft, bei Windkrafträdern, in der Medizin etc. Sie sehen hier viele rote Kästchen, auf die ich kurz näher eingehen möchte. Neodym hat Hotspots relevante Auswirkungen in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen. In der ökonomischen Nachhaltigkeitsdimension haben wir ein hohes Versorgungsrisiko. Das begründet sich auf einer fast monopolartigen Anbieterstruktur mit 95%, die in China gewonnen werden, und einer Recyclingrate von unter 1%. Das bedeutet, jedes Gramm Neodym, das ich brauche, muss primär gewonnen werden und importiert werden. Die ökologische Nachhaltigkeitsdimension, hier haben wir hohe Risiken der Radioaktivität und Schwermetallbelastung. Die entsteht in der Verarbeitung, in der Abfallzwischenlagerung und der Abfallendlagerung, in Emissionen in Luft und Wasser. Und bei der sozialen Nachhaltigkeitsdimension haben wir ein hohes Korruptionsrisiko. Hier richten wir uns im Rahmen des Projektes an den Daten der Weltbank, an der Korruptionskontrolle, bei den wichtigsten Förderländern, was in diesem Fall China ist. Das Risiko der Arbeitssicherheit ist ebenfalls hoch eingestuft. Das bezieht sich auf das Risiko der Radioaktivität, dem ökologischen Risiko und dort der Belastung der Mitarbeiter. Kommen wir nun hier zu den Szenarioergebnissen für den primären Neodymbedarf im Bereich IKT und Mobilität. Sie sehen eine stark ansteigende blaue Linie im Business-as-usual-Szenario. Es wird getrieben durch die Elektrifizierung, wie Herr Buchert schon vorhin vorgestellt hat. Und im Rohstoffwende-Szenario sehen Sie, dass die Linie noch stärker steigt. Das haben wir auch gesehen bei dem Pkw-Bestand von der Elektrifizierung, dass der hier noch weitgehend eingreift. Das heißt, wir haben jetzt 60% mehr Bedarf an Neodym und aufgrund der weitgehenden Elektrifizierung. Und wir haben hier aber auch schon 30% Anteil Sekundärmaterial im Jahr 2049 angenommen. Jetzt schauen Sie sich das an und denken, ja, wo ist denn da die Rohstoffwende? Was wollen Sie mir jetzt hiermit sagen? Unser Ansatz war ja zu sagen, in einer Rohstoffwende wollen wir die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen reduzieren, minimieren. Und hier setzen wir daher in der Primärkette an. Wir haben heute kein zertifiziertes Primärmaterial, kein nachhaltig gewonnenes Material. Und für eine Rohstoffwende ist hier ein nachhaltig gewonnenes, zertifiziertes Primärneodym bis 2049 von 80% denkbar. Zertifiziertes Primärmaterial nachhaltig gewonnen, heißt, dass bestimmte ökologische und soziale Grenzwerte eingehalten werden. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben einen steigenden Neodymbedarf in beiden Szenarien, Rohstoffwende und Business-as-usual-Szenario. Und obwohl wir ein ambitioniertes Recycling angenommen haben von diesen 30% im Jahr 2049, können wir diese weitgehende Elektrifizierung, die wir vorhin schon gesehen haben, nicht abfangen. Das heißt, wir haben den Mehrbedarf und daher setzen wir hier bei der Zertifizierung, bei der nachhaltigen Gewinnung an. So kommen wir hier nun zu den Zielen und Maßnahmen. Wir haben zwei Oberziele sozusagen, zum einen die Verringerung des absoluten Primärbedarfs, das ich brauche, und das, was ich noch brauche, das soll dann nachhaltig gewonnenes Primärmaterial sein. Wie komme ich zu einer Verringerung des Primärmaterials? Hier ist eine Idee, die Nutzungsdauerverlängerung der IKT-Produkte zu erreichen.
Für 2049 haben wir hier angenommen, dass die IKT-Produkte 50% länger genutzt werden. Der Vorteil daran liegt vor allem auch dabei, dass nicht nur Neodym eingespart wird, sondern alle anderen Rohstoffe, die in den IKT-Produkten verbaut sind, ebenfalls eingespart werden, wenn ich das Produkt länger nutze. Konkret wäre hier zum Beispiel Strategien gegen die Obsoleszenz zu sehen. Da haben Kollegen vom Öko-Institut eine umfassende Studie für das Umweltbundesamt verfasst. Ich glaube, Anfang des Jahres wurde sie veröffentlicht. Und ein konkretes Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel die Modularität oder die Reparaturfähigkeit von IKT-Produkten zu gewährleisten und auch entsprechende Servicemodelle, die benötigt werden. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass in Schweden die Idee ist, auf Reparaturarbeiten die Steuer zu verringern. Das wäre dann auch schon mal so ein Ansatz. Ein weiterer Punkt, den Primärbedarf zu reduzieren, ist natürlich in der Steigerung des Einsatzes von Sekundärmaterial und hier einer guten Sammel- und Recyclingstruktur, die bundesweit, aber auch europaweit eingeführt werden müsste. Es gibt mit Sicherheit noch weitere Ansätze, hier den Primärbedarf zu verringern. Beispielsweise habe ich jetzt diese beiden genannt. Okay, jetzt habe ich den Primärbedarf reduziert, aber ich brauche trotzdem noch primäres Neodym. Und hier setzen wir bei einem Zertifizierungsprozess für nachhaltig gewonnenes Primärneodym an. Hier ist zunächst ein Stakeholder-Prozess notwendig, europaweit. Und nun kommt ein abgestuftes Verfahren, das wir im Projektteam erarbeitet haben, die Kollegen. Das heißt, wenn eins greift, müssen die anderen nicht folgen. Das ist jetzt ein aufgebautes Verfahren. Zunächst ist eine freiwillige Zertifizierung möglich. Sollte diese nicht greifen, sind Importzölle denkbar und abschließend Importverbote. Auf diese Zertifizierung auf der rechten Seite gehe ich gleich nochmal detaillierter ein. Wenn Sie sich jetzt im Vergleich zum Kies eben in der Übersicht das Neodym anschauen, sehen wir hier, dass wir hier ganz woanders ansetzen müssen. Nicht nur national, sondern vor allem auch europaweit. Kommen wir nun nochmal zu dem Vorschlag der Zertifizierung. Sie sehen oben die Zeitreihe 2016 bis 2049. Zunächst werden die Kriterien erarbeitet in einem Stakeholder-Dialog und dann ab 2019 wäre dann möglich, nachhaltig produzierte seltene Erden auf dem Markt zu erhalten. Und zwar in grüner Qualität haben wir das jetzt genannt. Das bedeutet grüne Qualität. Alle europäisch bisher geltenden Nachhaltigkeitskriterien werden eingehalten. Wenn dies funktioniert, wäre das gut. Sollte dies nicht funktionieren, dann ist kein nachhaltiges Neodym auf dem Markt vorhanden, ist es möglich, Importzölle zu erheben. Hier haben wir nochmal abgestuft zwischen roter Qualität und gelber Qualität. Rote Qualität bedeutet, es werden überhaupt gar keine Emissionskriterien eingehalten. Und hier wäre ein Importzoll von 250% denkbar. Und für gelbe Qualität ist ein Importzoll von 125% angenommen. Hier würden bestimmte Emissionskriterien etabliert werden, aber noch kein Abfallmanagement. Das wäre dann die grüne Qualität. Hier wäre das EU-konform mit der EU Mining Wise Directive. Und hier würde es Deponiekonzepte geben, wo auch die Radioaktivität mit inbegriffen ist in dem Konzept. Und abschließend wäre noch ein Importverbot denkbar ab 2030. Wenn Sie sich jetzt überlegen, das ist ja eine tolle Idee mit dem nachhaltig gewonnenen Neodym, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Es gibt in den USA eine Mine, den Mountain Pass, der nach unserem Kenntnisstand und nach unserem Wissen die europäischen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt. Und diese mussten aber die Produktion stoppen, stehen im Augenblick unter Chapter 11, weil sie den sinkenden Neodym- oder seltenen Erdenpreis nicht standhalten konnten. Also der Ziel ist hier auch, einen Marktpreis zu generieren für nachhaltig gewonnenes Neodym. Im Augenblick gibt es niemanden, der dafür mehr Geld zahlt einfach. Kommen wir noch mal kurz auf eine Übersicht, die Elemente der Rohstoffwende. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns die Rohstoffe einzeln betrachtet, rohstoffspezifisch, in diesem Beispiel jetzt Neodym. Wir haben eine Analyse durchgeführt über die Risiken. Wo liegen die einzelnen Risiken rohstoffspezifisch? Wo sind die Treiber? Wer zieht am Bedarf? Haben daraus Szenarien entwickelt, ein Rohstoffwendeszenario und ein Business-as-usual-Szenario. Wir haben rohstoffspezifische Ziele formuliert und auch womöglich passgenaue Maßnahmen erarbeitet. Jetzt fehlt in diesem Elementesystem noch das Monitoring. Das Monitoring ist besonders wichtig und eben in der Fragerunde kam es auch noch mal heraus, dass es erforderlich ist, alle
paar Jahre, 3 bis 4 Jahre schlagen wir vor, die Ziele und Annahmen zu überprüfen. Wie sind wir eigentlich auf dem Weg mit der Rohstoffwende? Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Wie geht es weiter mit der Elektromobilität? Was ist mit der Bevölkerungsentwicklung passiert? Oder auch, welche Maßnahmen und Instrumente wurden vielleicht schon auf den Weg gebracht? Haben wir schon ein Stück erreicht? Welche Erfolge konnten bereits erzielt werden? Herr Buchert hat vorhin begonnen mit dem Ziel, das wir am Anfang hatten, als wir jetzt so vor knapp 2,5 Jahren mit dem großen Projektteam an den Start gegangen sind. Wir möchten gerne einen strategischen Beitrag leisten für eine Rohstoffwende in Deutschland. Ich möchte Ihnen jetzt ein kurzes Fazit geben, wo wir sehen, was ist unser Beitrag zur Rohstoffwende? Wir haben einen neuen Ansatz gewählt. Wir haben uns die Rohstoffe einzeln betrachtet und haben hier geschaut, wo sind die Hotspots. Und wir haben uns dabei eine Brille aufgesetzt, wo wir auf Ökologie geguckt haben, aber auch auf soziale Themen und auf die ökonomischen Probleme. Wir haben rohstoffspezifische und bedürfnisfeldspezifische Szenarien erarbeitet und auch Potenziale für eine Rohstoffwende. Was können wir tun? Und wir haben deutlich gesehen, deswegen haben wir auch diese 2 Beispiele ausgewählt, ein Indikator, ein Ziel können wir nicht über alle Rohstoffe, das können wir nicht für alle nutzen, selbst das reine Massenziel ist hier nicht anwendbar. Und daher haben wir rohstoffspezifische und clusterspezifische Ziele identifiziert. Und wir haben aber auch gesehen, dass weitere Analysen und auch die Vertiefung der Ziele, die wir bisher jetzt auf qualitativer Basis haben, noch weiter vertieft werden müssen. Für die Rohstoffe, die wir uns genauer angeschaut haben, haben wir auch passgenaue Maßnahmen skizziert. All die Ergebnisse und auch für die Clusterrepräsentanten, die Herr Buchert vorhin vorgestellt hat, wird es auf dem Factsheet geben im Abschlussbericht. Dort werden ausführlich die Annahmen und Szenarien und Maßnahmen beschrieben. Und im Rahmen des Projektes haben wir auch schon 3 Policy Paper veröffentlicht, das letzte Anfang der Woche. Ich glaube, die liegen auch alle draußen aus am Stand von dem Projekt. Und die Ergebnisse, der Abschlussbericht wird auf der Internetseite des Öko-Instituts veröffentlicht und auf der Projektwebseite auf ressourcenfieber.org. Und mit diesem Hinweis möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Ihre Fragen. Danke. Ja, vielen Dank. Steffi, du hast ja neben diesem schönen Vortrag auch noch die Zeitreise konzipiert und dann natürlich auch die gemeine Frage, wann bist du denn da aufgetaucht in der Zeitreise? 79. 79. Und wann hast du zum ersten Mal irgendwie, wann bist du mit Rohstoffen konfrontiert worden? Matthias hat ja im Sandkasten gesagt, es käme jetzt gar nicht direkt in den Kopf. Ich hätte erst mal gedacht, ich erinnere mich an ein Bild, wo wir mit dem Auto stehen geblieben sind, weil wir kein Benzin mehr hatten. Da hat jemand die Divestment-Kampagne schon früher angefangen. Aber so muss sich ja auch Japan gefühlt haben, wenn der Motor der Wirtschaft plötzlich nicht mehr weiterläuft, weil China sagt, jetzt gibt es kein Neodym mehr. Also ist ja nicht nur eine ökologische Frage, was wir heute diskutieren, sondern es geht ja auch ganz stark auch um ökonomische Fragen, um Verteilungsgerechtigkeit, um Zugänge und insofern ist es natürlich weltweit sehr wichtig. Jetzt sind Sie im Saal vielleicht ein bisschen frustriert, weil Sie sagen, Mensch, das Öko-Institut hat 1980 die Energiewende konzipiert und die wird jetzt endlich exekutiert, dauert auch noch ein paar Jahre, aber das war richtig ordentlich. Und jetzt mit der Rohstoffwende scheint irgendwie ein bisschen komplizierter zu sein. Also da kommt jetzt gerade mal im Bereich der Massenrohstoffe Faktor 2 raus. Wieso ist es so schwierig? Also die Rohstoffe sind alle einfach unterschiedlich und es gibt diesen Grundbedarf, der ist da. Also jetzt von heute 100% auf 0% 2050, das wäre absolut unrealistisch. Wir haben versucht, schon in den Szenarien ambitioniert heranzugehen, aber auch realistisch, was denkbar ist. Also damit sind wir schon reingegangen. Ja, aber gleichzeitig hat man ja gesehen, es sind dann irgendwie 20, 30 unterschiedliche Aktivitäten, die man angehen muss, ne? Um nur mal Kies zu reduzieren und andere Massenrohstoffe, zum Beispiel beim Betonrecycling. Die Frau Schwarzenlöhr-Sutter hat ja heute oder morgen oder vorher die Umweltpreise von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vorgestellt. Es war wie
wie wenn die Deutsche Bundesstiftung Umwelt das Kuratorium gewusst hätte, welchen Vortrag du heute hältst. Das einmal an Fairphone ging ein Preis und das andere an zwei Preisträger zum Betonrecycling. Und da kann man sagen, ja, Betonrecycling, das liegt doch auf der Hand. Gibt es das denn nicht schon? Ja, es gibt schon Betonrecycling, das auch im Tiefbau eingesetzt wird, auch in Lärmschutzwellen. Aber der Hochbau, da tun sie sich schwer. Ich weiß nicht, ob Matthias da noch ein bisschen näher das begründen kann. Also interessanterweise ist es so, dass es die Technologie schon seit 90er Jahren gibt, Beton zu recyceln im Hochbau. Also da gab es große BMBF-Projekte, TU Darmstadt und dergleichen. Es gibt auch entsprechende Normen dafür und es hat sehr lange gebraucht, fast 20 Jahre, bis es so etwas in die Puschen kommt. In der Schweiz ist es meines Wissens schon weiter und es scheint jetzt Fahrt aufzunehmen und wir waren auch immer wieder in Projekten dran, dass da natürlich die öffentliche Hand bei ihren Ausschreibungen natürlich auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion hat. Ja, also für Bundesgebäude oder für Landesgebäude, was auch immer, ja, dass dort entsprechende Vorgaben gemacht werden. Da gibt es auch Ansätze und es scheint jetzt auf kleinem Level etwas hochzugehen, aber es gibt auch noch, glaube ich, da viele Widerstände, weil das in der Branche natürlich vieles, wie gesagt, in sehr langen Zeiträumen sich nur verändert. Gerade wenn ich jetzt die langen Zeiträume anschaue, dann ist ja auch die Frage, was man jetzt über grundsätzliche Strategien, über Instrumente auch annimmt in Richtung von technologischen Veränderungen, von Alternativen. Steffi, wie sieht es denn da aus bei den Massenrohstoffen? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, da kann man mal kräftig einsparen? Ja, da ist zum Beispiel beim Zement gibt es das Silightment, das ist jetzt vom IKT entwickelt worden, wo 50% weniger CO2-Emissionen entstehen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wir haben jetzt die Substitutionsmöglichkeiten generell nicht in dem Projekt mit betrachtet. Es hätte den Rahmen absolut gesprengt. Wir haben jetzt, das ist jetzt nicht der Massenrohstoff, aber wir haben für die Technologiemetalle ein Substitutionsprojekt, das wir im Augenblick bearbeiten für das Umweltbundesamt, wo wir rein auf die Substitution von kritischen Metallen in Umwelttechnologien schauen. Und da sieht man schon, dass vieles auch möglich ist, aber dass es auch sehr technologieabhängig ist. Also in einem Elektrofahrzeug kannst du schon auch Neodym in einem Elektromotor substituieren, aber dort auch nur in einem reinen Elektrofahrzeug. Und das ist im Augenblick noch sehr schwer bei den Hybriden, wo du zwei Motoren hast und es sehr platzsparend sein muss. Also das heißt, für die 75 Rohstoffe habt ihr nicht mögliche Alternativen bis 2050 alle durchbuchstabiert? Nein, nicht. Noch nicht. Da bleibt also noch was zu tun. Schau mal im Saal, gibt es noch Herr Kaiser, ganz vorne, ein paar Fragen. Ja, Kaiser, Bundesumweltministerium. Vorweg wollte ich sagen, also ich fühle mich überhaupt nicht irritiert durch das, was ich jetzt gerade vorgestellt bekommen habe, sondern ziemlich begeistert. Wollte mich bedanken für die Zeitreise, die Sie da uns gegönnt haben. Tolle Bilder. Und wollte mich auch dafür bedanken, dass Sie bei dem, was Sie in Ihrem Szenario andenken, so auf dem Teppich bleiben. Nicht? Also die Diskussion war bestimmt spannend bei Ihnen. Darüber, wie Sie den Wohnraum pro Kopf prognostizieren in einem Wendeszenario. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie ein solches Ergebnis vorgelegt haben, wo man erstmal sagt, ja, und das vielleicht für sich selber dann als Herausforderung versteht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, was fällt uns noch ein, was wir sozial kompatibel, so dass die Menschen das auch gut finden, machen können, damit das nicht so kommt? Nicht? Herausforderung, nicht Entmutigung, ganz im Gegenteil. Vermittelt das Gefühl, Ihr Projekt steht sicher auf dem Boden. Ich habe eine Frage, ganz vorsichtig kritischer Art. Ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt, ob Sie den Freizeitbereich hinreichend berücksichtigen. Die Frage kam ja vorhin noch mal. Könnten Sie da vielleicht noch mal schauen? Denn die Frage, wie gestalten Leute ihre Freizeit, ist ja für das ganze Konsumverhalten, auch für das eigene Wohlbefinden, für die Akzeptanz von Prozessen eine ziemlich zentrale. Also so könnte man vielleicht doch stärker berücksichtigen.
Ja, also ich stimme Ihnen zu, das ist sicher, wir haben auch in verschiedenen Projekten zu diesem Bereich oder ähnlichen Bereichen gearbeitet. Wir haben in dem Projekt den Bereich Freizeit, ich sage mal indirekt tangiert bei den Gebäuden, aber auch bei der Mobilität. Da ist natürlich, das ist ja auch ein wichtiger Bereich, Wege im Rahmen von Freizeitaktivitäten mit enthalten. Ja. Aber wir haben es jetzt nicht explizit behandelt, aber es ist definitiv ein interessantes Feld. Vielleicht nur kurz als Seitenhinweis. Wir haben ja im Öko-Institut auch schon ganz andere Projekte gemacht, also Umweltkonzepte für Fußball-Weltmeisterschaften oder Konzepte für Olympia-Veranstaltungen oder auch für Kulturveranstaltungen. Wir haben auch zur Berlinale mal einige Jahre gearbeitet, wie das besser gestaltet werden kann. Ja, also das ist dann aber zum Teil auch sehr spezifisch und ist vielleicht auch ganz interessant, zum Beispiel im Kulturbereich oder auch im Sportbereich. Da treffen natürlich auch Milieus aufeinander, die erstmal lernen müssen, miteinander zu reden. Ja, also beim Deutschen Fußballbund, die haben, glaube ich, wirklich den grünen Strom wirklich als farblich grün aufgefasst am Anfang. Das hat ein bisschen gedauert. Er hat ja auch ein bisschen länger gedauert, bis wir von den Spaniern gelernt haben, wie man kickt. Aber es sind ja noch weitere Fragen. Ja, bitte. Rolf Brunkhorst, Schüko International KG, guten Tag. Vielen Dank für die tollen Darstellungen. Schüko beschäftigt sich sehr intensiv mit Recyclingprozessen für Aluminiumfenster und Fassadensysteme, aber auch mit der vorgelagerten Lieferkette zum Thema nachhaltige Wertschöpfungsketten. Ich habe drei Fragen zu den Themen. Wir stellen doch unerfreulicherweise fest, dass Deutschland und Europa Exportland für Rohstoffe ist, und zwar nach dem Recycling. Da gehen doch nicht unerhebliche Mengen aus Europa heraus. Wie sind solche Themen berücksichtigt, beziehungsweise wie kann man dem entgegenwirken? Wenn wir langfristige Zeiträume anschauen, denke ich, ist es doch notwendig, die Reichweite an Rohstoffen mit zu berücksichtigen. Wir haben gesehen, zum Beispiel Kupfer wird mehr eingesetzt werden müssen. Die Bestände, zumindest theoretisch, von Kupfer gehen nach oben. Die Möglichkeit, Kupfer abzubauen, geht aber drastisch nach unten. Wie ist das berücksichtigt? Und letzte Frage ist, welche Möglichkeiten oder welche Impact-Möglichkeiten der Rohstoffwende hin in Richtung Energiewende ist denn zu sehen, nach dem Prinzip, dass Recyclingmaterialien weniger Energie brauchen als Primärmaterialien in der Gewinnung? Ja, wir sammeln noch ein bisschen. Das war schon sehr heftig, aber trotzdem direkt da hinten, nur von der Menge der Fragen. An Simon Bamm, das haben Sie vielleicht da oben auf dem Podium nicht mitgekriegt, als Sie das hochpoppte mit der Rohstoffsteuer, ging ja so ein bisschen ein Raunen durch den Raum. Aber ich muss nur mal sagen, das ist das absolut richtige Maßnahme, die man ergreifen muss. Anders geht's nicht. Das Recycling kostet ein bisschen Geld. Die Qualität von den Recyclingprodukten ist schlechter. Das heißt, man muss Aufbereitung betreiben, die eben was kostet. Gleiches gilt für sowas wie Phosphat. Da müsste man eigentlich auf Importe sowas wie eine Cadmiumsteuer erheben, also die Schadstoffe, die drin sind, weil die recycelten Phosphate mit eben auch wieder Aufbereitungstechnik könnten nahezu cadmiumfrei sein. Ja, vielen Dank. Ich nehme noch eine Frage dazu. Da hinten die Dame. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, bitte. Ja, mein Name ist Regina Beetz, ich bin im Vorstand vom Öko-Institut und ich habe eine Frage. Mich hat das mit China als 95%iger Exporteur oder Anbieter von Neodym etwas geschockt. Und ich wollte fragen, haben Sie sich auch Gedanken gemacht in dem Projekt, ob man auch in China ansetzen kann? Sie haben dann angefangen mit dem Stakeholder-Projekt und wie die EU sich verhalten kann. Aber mir ging durch den Kopf, kann man nicht versuchen, in China die Leute zu sensibilisieren? Und auch die chinesische Regierung denkt natürlich auch über die Gesundheit ihrer Bevölkerung nach. Und kann man nicht auch von dort aus, ich weiß nicht, über GIZ-Projekte oder irgendwie einen Einfluss nehmen? Ja, danke. Natürlich wollen wir da in China auch einen Dialog anstoßen. Und es ist sogar so, dass in China das Bewusstsein
sehr hoch ist. Also wenn man sich die Nachhaltigkeitskriterien im Primärabbau anschaut, ist China eigentlich das einzige Land, das Radioaktivität auch wirklich auf dem Schirm hat. Also so, das ist zumindest mein Kenntnisstand und dass da auch auf jeden Fall angesetzt wird. Wenn ich noch ergänzen darf, also wir haben so Projekte schon gemacht in China, auch für die GIZ. Und mal ganz unbescheiden haben wir das Thema Recycling Lithium-Ionen-Batterien in China angestoßen. Also wir hatten ein Projekt, wo wir wirklich mit den Ministerien, aber auch Batterieherstellern und Recyclern gesprochen haben. Und ich war 2010 deswegen zum ersten Mal in China und dann letztes Jahr nochmal. Und das Tempo ist dort wie häufig schneller. Also die lernen, die sehen die Probleme durchaus. Und Recycling beispielsweise von Lithium-Ionen Batterien ist dort auch auf einem vielversprechenden Weg. Da gibt es noch viele, viele Probleme. Das ist ein sehr großes Land mit noch ganz anderen Problemen zwischen Provinzen und so weiter. Aber die Antwort ist ja. Man muss natürlich auch mit China, und das machen wir auch, zusammenarbeiten in diesen Fragen. Und das Bewusstsein nimmt dort drastisch zu. Und vielleicht zu den ersten Fragen, Export von Rohstoffen, Reichweiten. Ja, also wir haben uns diesen Fragestellungen, Problemstellungen, was Sie angesprochen haben, also Abfluss von Materialien, die für Recycling geeignet werden, schon in vielen Projekten gestellt, nicht jetzt explizit in diesem Projekt. Wir haben gerade Kollegen, der Kollege Mehlhardt leitet das Projekt für die DG Environment, Europäische Kommission, wo wir die Altfahrzeugströme in Europa verfolgen, weil wir haben eine riesige statistische Lücke in Europa, was Altfahrzeugverbleib betrifft. Und das ist nicht so, dass die alle nach Afrika gehen, das weiß man sogar ganz gut, sondern die verschwinden einfach. Und in dem Projekt wird untersucht, wohin die verschwinden und was dagegen gemacht werden kann. Das ist wirklich eine riesige Material- und Datenlücke und die schon seit Jahren in der Fachszene bekannt ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also wir sind an diesem Thema dran. Das ist ein wichtiges Thema, dass Recyclingströme, das muss nicht in Deutschland sein. Wir sind da nicht, das kann auch eine gute Zusammenarbeit in Europa oder über die Grenzen hinaus sein, aber das ist entscheidend, in den sauberen Händen bleibt, weil in dem Bereich weltweit natürlich viele graue bis schwarze Elemente ihr Unwesen treiben. Genau, das wird auch heute Mittag noch in dem Workshop 3 gut behandelt. Also geht ja heute Mittag weiter. Aber vielleicht noch zu der Frage mit der Rohstoffsteuer. Das klingt ja ganz lässig, dass man sagt, Mensch, so viele Rohstoffe, so viele komplizierte Sachen, einfach machen wir mal Rohstoffsteuer obendrauf, dann haben wir schon mal einen ersten Schwung erledigt. Geht es so, oder? Also ich habe das Raunen auch vorhin mitbekommen. Es geht schon und es ist natürlich auch denkbar, dies nicht nur auf Kies zu erheben, sondern auch auf die anderen Rohstoffe, die gewonnen werden im heimischen Land. Und dann 10 Euro pro Tonne Kies und pro Tonne Neodym, oder wird es ein bisschen differenziert? Also es wird, ich denke, differenziert, ja. Aber zur Höhe kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also klar müssen die Sätze differenziert sein und man muss auch schauen, auf welche Rohstoffe sich das gerechtfertigt ist und wo vielleicht nicht. Aber es ist auch ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang, dass zumindest in einigen Regionen in Deutschland Deponien mit sehr günstigen Preisen auf dem Markt sind und damit das Recycling behindern, oder es werden Verwertungsverfahren in Anführungsstrichen vorgenommen, die sehr zweifelhaft sind. Wir haben gerade ein Projekt zum Gipsrecycling, wo jetzt erste Anlagen in Deutschland produzieren und die haben Probleme, das Material zu bekommen, weil zum Beispiel Uranschlammteiche in Tschechien mit Gipskartonplatten gefüllt werden. Das ist technisch völlig sinnlos und ökologisch sehr bedenklich, aber da verschwindet Material. Also da sind auch andere Maßnahmen von den Vollzugsbehörden notwendig, aber auch die Frage, was für Annahmepreise haben wir in Deponien. Das ist auch ein ökonomischer Hebel natürlich. Ich gehe wieder ins Publikum mit Fragen. Ja, bitte. Und dann der Herr da hinten. Ja. Ulrike Schell, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich bin auch im Vorstand vom Öko-Institut in meinem privaten Leben. Der Begriff Rohstoffwende 2049 klingt in der Tat, man
stürzt sofort bei der 2049. Ich möchte aber zum Begriff Wende kommen. Wir haben, das klang auch eben schon an, Energiewende, Agrarwende, Mobilitätswende, jetzt Rohstoffwende. Ich habe mich im Laufe des Vortrags, vielen Dank auch nochmal dafür, gefragt, gibt es eigentlich Orte, wo man die Schnittmengen der verschiedenen Wendeszenarien diskutiert, fachlich, aber auch politisch? Außer hier und heute, meinst du? Ja. Ja, also wir haben das im Öko-Institut und selbst bei mir im Bereich. Wir haben ja Mobilität als einen wichtigen Pfeiler im Bereichsnamen. Da haben wir eine Verbindung zwischen Verkehr und Rohstoffen ganz stark und natürlich ist damit automatisch verbunden. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit den Energie- und Klimaschutzkollegen, Kolleginnen, da natürlich auch mit Energie und Treibhausgasen. Also wir schauen das schon gemeinsam. Wir lernen auch immer davon. Es ist auch immer wieder ein Prozess, wenn man sich ausschließt oder hauptsächlich mit Rohstoffen befasst, dann auch wieder mit den Mobilitätsleuten zu reden und die Energieleute wiederum mit uns. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, das weiter zu intensivieren. Wir hatten jetzt gerade eine spannende interne Debatte über die Zukunft von Speichertechnologien, jetzt mal über die Fahrzeuge hinausgeschaut, ja, über eine ganze Stromspeicherung. Es wird immer mehr elektrifiziert werden, auch im Wärmesektor. Im heutigen noch. Und dann kommt natürlich die Frage, wie werden die Überschüsse der regenerativen Energien vernünftig und am besten optimal gespeichert? Das ist ein riesen Megathema, was jetzt eigentlich erst so richtig losgeht. Ja. Ich darf ja jetzt verraten, wir haben im Öko-Institut immer so Diskussionen, wir haben einen Energiebereich, das ist ganz einfach, die haben nur Energie und CO2, dann haben wir einen Ressourcenbereich, die haben ein paar hundert Rohstoffe und Produkte und Stoffströme, hat noch die 30.000 Chemikalien. Aber wir haben doch gemerkt, dass bessere Konzepte rauskommen, wenn man das tatsächlich mal quer anschaut. Und ich glaube, heute ist einfach auch deutlich geworden, dass diese Rohstoffe überall reingehen und dass im Prinzip, was immer man angeht, einfach in alle Sektoren der Gesellschaft reinwirkt und das deswegen auch eine ganz große Herausforderung darstellt. Aber jetzt die nächste Frage. Ja, Häser vom Bundesverband der mineralischen Rohstoffe. Sie sprachen ja eben die Primärbaustoffsteuer an. Zum einen, bei uns ist es so, da habe ich drei Anmerkungen zu. Ja, die Primärbaustoffsteuer, sie wird wahrscheinlich keine Lenkungswirkung entfalten. Weil wir gehen davon aus, wenn die öffentliche Hand, die öffentliche Auftragsvergabe rund 60-80% eben ausmachen, da wirtschaftet man sich die Steuer von der einen Tasche in die andere Tasche wieder rein im Bereich des Bundes. Verteuern wird sich ganz einfach das Bauen dann für den privaten Häuslebauer. Und da muss man mal so sehen, die werden nachher die Steuern bezahlen müssen. Zum anderen sprachen Sie die 15 Mitgliedstaaten an, wo eine Primärbaustoffsteuer auch in den anderen Mitgliedstaaten erhoben wurde. Das ist zum Teil richtig so. Die Steuer wird dort als Einnahmequelle genutzt, um vielleicht auch andere Haushaltslöcher dort zu stopfen. Zum anderen wird auch das Geld zweckgebunden verwandt. Das war auch in Großbritannien der Fall, wo man sagt, die Folgenutzung, die wird einfach über eine Naturstiftung nachher gewährleistet, dass man die Folgenutzung in den Kies- und Sandgruben nachher nutzt, um dort die biologische Vielfalt wieder herzurichten. Das ist in Deutschland anders, da gibt es eben andere Systeme. In Deutschland haben wir die Genehmigungen und müssen nachher im Rahmen der Genehmigungen nachher die Hotspots der biologischen Vielfalt auch wieder herstellen. Das machen wir dann auch. Deswegen braucht man da nicht das Geld für auszugeben für diese Naturstiftung. Ein dritter Punkt ist noch, den ich anmerken möchte, ist eben, dass wir ja 550 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe gewinnen. Auf der anderen Seite stehen jährlich eben 200 Millionen Tonnen mineralische Abfälle im Raum. Da gibt es über 110 Millionen Tonnen an Boden und Steinen. Dann eben auch 70 Millionen Tonnen an Baurestmassen, die recycelt werden müssen. Ja, und da haben wir schon eine Substitutionsquote mit den Recycling-Baustoffen zu den Primärrohstoffen von rund 11,5, 12, 13%. Nur das ist überhaupt nicht wesentlich steigerbar, auch in der nahen Zukunft. Da muss man drüber nachdenken, was gibt es für innovative Techniken. Wir brauchen einen besseren Forschungsbedarf in der Richtung, um da auch was tun zu können. Und der dritte Punkt ist, oder der vierte Punkt wäre noch auch in Progress. Wir haben es ja in dem nationalen Ressourceneffizienzprogramm Progress schon gesehen, 1 und 2, dass man bisher da von dem Einsatz von ökonomischen Instrumenten Abstand genommen hat, weil man das nicht als zielführend gesehen hat, auch in der Bundesregierung. Vielleicht haben Sie da noch mal eine Einschätzung auch zu. Danke.
Also ich fange mal ein bisschen weiter hinten an. Zunächst, wo ich mit Ihnen übereinstimme, dass wir in diesem Bereich der mineralischen Reststoffe jetzt auf mittellangfristige Sicht neue Verfahren, bessere Technologien, um bessere Qualitäten hinzubekommen, sind wir ganz, ganz bei Ihnen. Was die Zahlen angeht, was jetzt schon verwendet wird, in der Verwertung, ich möchte es jetzt gar nicht generell diskreditieren, aber Zahlen sind nicht alles. Es kommt auch auf die Qualität der Verwertung an. Wenn ich brauche jetzt, das ist sicher ein extremes Beispiel, wenn Gipskartonplatten einfach so verfüllt werden, zum Teil im Ausland, wenn Materialien, und das ist eine Aussage, die ist von einem Landesministeriumsbeamten, Lärmschutzwelle in die Landschaft gebaut werden, die niemand braucht, weil man dann einfach zigtausende Tonnen als Verwertung deklarieren kann, und man könnte die Liste dieser Beispiele noch verlängern, dann ist zumindest bei einem Teil dieser großen Verwertungsquote, sagen wir mal, eine sehr geringe Qualität verbunden. Und ich glaube, und das war im Prinzip auch unser Ansatz mit dem Betonrecycling, natürlich macht oftmals auch im Tiefbau Recycling Sinn, überhaupt keine Frage, aber ich denke, dass wir mittellangfristig zu deutlich besseren Qualitäten bei den Verfahren und bei den Einsätzen kommen müssen und dass Scheinverwertung, das gilt aber nicht nur für mineralische Rohstoffe, zurückgedrängt werden müssen, weil sonst rächen wir uns das Leben schön. Und das können wir uns bei dem Bereich nicht erlauben. Zur Frage der Steuer. Wir sind jetzt gar keine Steuerfreaks. Wir wissen auch aus vielen anderen Bereichen, dass man das, was die Ausgestaltung angeht und die Details, wo fließen die Mittel hin, wie hoch sind die, in welcher Steigerung wachsen vielleicht die Steuern und dergleichen, dass das alles berücksichtigt werden muss. Also wir sehen das auch nicht als das einzige Instrument. Wir sehen aber, und wir sehen, das wurde ja auch angesprochen in der Diskussion, wir sehen ja die Steuer auch dahingehend, dass hochwertiges Recycling mit unterstützt wird und ein haushalterischer Umgang mit, und das ist ja der Punkt, wir reden ja beim Kies, wir haben jetzt immer Kies rausgenommen, das war halt jetzt ein Beispiel. Wir hätten auch über Natursteine reden können oder Sand. Dass es um nicht erneuerbare Rohstoffe sich handelt, wo die Nutzungskonflikte in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland schon da sind und noch zunehmen werden. Und dass wir schauen müssen, natürlich brauchen wir diese Rohstoffe, das hat die Frau Degreif ja schon gesagt, wir werden nicht mit null Rohstoffen das Leben gestalten können, auch nicht in 100 Jahren, aber dass wir schon umsichtiger mit dem Verbrauch umgehen. Auch um für zukünftige Generationen das gut verfügbare Material, ich sage jetzt mal zumindest erstmal zu strecken, ja, das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Und damit entsprechend, und das ist vielleicht auch erfreulich für Sie, aus meiner Sicht bräuchten ohne Steuer viele dieser Rohstoffe einen anderen Wert. Und dann wird vielleicht damit auch nochmal etwas effizienter umgegangen. Wir wissen das aus vielen anderen Bereichen, wenn gewisse Materialien gewissen Wert erzielen, dann wird halt schlanker gebaut oder schlanker das verwendet, dann kommt Effizienz rein. Und ich glaube, da ist in dem ganzen Bau- und mineralischen Sektor noch viel Potenzial. Also da sind wir sehr sicher. Ich glaube, die Diskussion wird heute noch im Workshop 1 heimische Rohstoffe weitergehen. Ja, bitte da hinten. Ich gehe immer extra von links und rechts. Es ist einfach Freizeit, da muss man keinen Sport mehr machen. Und noch kleine Verschnaufpause. Berend vom IZT aus Berlin. Also es ist ein sehr schönes Projekt. Ich denke mir, das gibt eine Menge Input für Progress 3. Insbesondere was die Strukturierung anbetrifft. Vor allen Dingen aber auch ein mutiges Projekt, weil es selten ist, dass man so weit blickt bis zum Jahre 2049. Der Nachteil oder ich sag mal die Schwierigkeit ist natürlich bei so einer Zeitspanne, je weiter man schaut, umso unsicherer wird es. Deswegen meine Frage, inwieweit das, was gerade auch diskutiert worden ist, Stichworte Steuer, Baustoffsteuer und so weiter, aber auch die anderen Maßnahmen,
inwieweit die in die Szenarien reingeflossen sind. Das ist ja nicht ganz unwichtig, weil teilweise sind da durchaus Dinge dabei, die man sich von der Lenkungswirkung her nur schwer vorstellen kann. Die sind umstritten. Andere von der Umsetzung her sicherlich auch sehr schwierig. Stichwort die Lebensdauerverlängerung von informations- und kommunikationstechnischen Produkten. Das ist vielleicht die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung sind da Szenarien, zwei Szenarien, und die leben ja letztendlich von den Grundannahmen, die getroffen werden. Ich denke mir, es wäre durchaus sinnvoll, noch darüber nachzudenken, was denn eigentlich vielleicht so mögliche Disruptionen sein könnten. Ja, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das autonome Fahren, wenn es denn so kommt, wie einige der Automobilfirmen das in ihren Geschäftsmodellen in den nächsten 10, 15 Jahren vorwegnehmen. Ob es so kommt, ist noch eine andere Frage. Aber dann wird es möglicherweise erhebliche Einbrüche geben, die auch dazu führen, dass eben Mobilitätsdienstleistungen in 10, 15 Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommen werden, als sie es heute haben. Und das hat dann erhebliche Auswirkungen auf Mobilität und vor allen Dingen auch auf den Rohstoffbedarf. Oder ein anderes Stichwort, was ich auch hochspannend finde, ist, doch noch rüberzuschauen in andere Ressourcenbereiche, Stichwort Holz. Wir haben mal ein Projekt gemacht, Cora Christoph ist auch da, Holzwende 2025 plus. Da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das eigentlich unter der Rohstoffwende ein hochspannender Pfad ist, wegzukommen von Beton, wegzukommen von Gies, hin in nachwachsende Rohstoffe Holz. Also was nicht heißt, dass das sozusagen kommt, aber ich glaube, im Sinne einer Rohstoffpolitik ist das zumindest ein interessanter Rohstoff für eine Rohstoffwende. Ja. Danke. Vielen Dank. Wir sammeln noch ein bisschen. Da der Herr Koller. Ja, Koller, Umweltbundesamt. Meine Frage schließt sich auch unmittelbar an Herrn Behrendt an. Und zwar würde ich gerne wissen, Sie haben ja von einem Business as usual und von einem Rohstoffwende-Szenario gesprochen. Es kann in Deutschland überhaupt kein Business as usual-Szenario mehr geben eigentlich, weil wir haben uns zu radikalen Maßnahmen in Bezug auf Klimaschutz und Dekarbonisierung bis 2050, 90% Reduzierung, entschlossen. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen Referenzrahmen gewählt, der weit abgeht von dem Business as usual. Mich würde daher interessieren, welche Annahmen Sie in Ihren beiden Szenarien in Bezug auf diese weitgehenden Selbstverpflichtungen Deutschlands da schon vorausgesetzt haben, um dann auch Ihre Hotspots zu realisieren. Dann noch eine Bemerkung. Wir haben im Neubau des Umweltbundesamtes in Dessau, der gerade hochgezogen wird, Erweiterungsbau, kommt Recyclingbeton zum Einsatz. Und wir sind auch ein Ort, wo wir das Zusammendenken, Ressourcenschonung, Klimaschutz. Dann jetzt noch eine Frage ganz da hinten und dann gehen wir wieder zur Beantwortung hoch. Ja, Tilman Benzing vom Verband der chemischen Industrie. Stichwort nachwachsende Rohstoffe ist schon gefallen. Das wäre auch meine Frage. Spielen die bei Ihrer Rohstoffwende eine Rolle? Und wenn ja, welche? Sprich, soll die chemische Industrie mehr oder weniger nachwachsende Rohstoffe nutzen? Danke. Danke. Steffi, fängst du an? Okay, also zum Holzbau. Der ist im Wohnbausektor mit einberechnet. Da sind Annahmen hinterlegt. Also der ist mit drin und woran kann ich mich noch erinnern? An die Szenarien, die hinterlegt sind im Business as usual und Rohstoffwende-Szenario. Da haben wir aus anderen Projekten, die gemacht wurden von der Mobilität und vom Klimaschutz, haben wir hier was hinterlegt. Also das sind Szenarien, die wir nicht neu unbedingt dafür berechnet haben, sondern haben uns aus anderen Projekten, aus Grundannahmen bedient und haben dort die Bevölkerungsentwicklung ein bisschen angepasst, weil wir da ja eine andere Annahme genommen haben. Ansonsten haben wir die auf bestehenden Szenarien aufgebaut. Vielleicht nochmal zu dem Disruptiven, was angesprochen wurde, was sich natürlich schwer voraussehen lässt. Wir haben das, glaube ich, in einigen, gerade bei Mobilität, Güterverkehr, da sind ja schon in dem Rohstoffwende-Szenario sehr einschneidende Veränderungen mit enthalten. Ich stimme völlig zu, dass das ein wichtiges Thema ist, vielleicht auch häufiger kommt, und das war ja eine Antwort auf die Frage, was müssen wir tun, dass wir in kürzeren Abständen wahrscheinlich auch wirklich selbstkritisch unsere Business-as-usual-Szenarien oder andere anschauen müssen. Das ist aber ganz interessant. Wir hatten vor gut 15 Jahren beim, das ist natürlich ein Feld, was ein bisschen träger ist, Wohnen, ein Projekt für das Umweltbundesamt gemacht, und wir haben damals auch Szenarien bis 2025 gemacht und haben uns mal so ein paar Grunddaten von dem Szenario angeguckt. Wo waren wir denn, wären wir denn 2013 gelandet, und wir lagen da eigentlich so mit den Annahmen, wie viel wird zugebaut und dergleichen, ziemlich gut. Das
Das heißt aber nicht, dass das so bleiben wird. Also wir müssen in viel kürzeren Abständen selbstkritisch unsere Annahmen hinterfragen und dann so disruptive Effekte. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber möglicherweise steht uns das jetzt tatsächlich mit der Elektromobilität bevor. Das wird enorme Implikationen auch gerade wirtschaftlicher Art haben und nicht zuletzt deswegen sind ja die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter jetzt da sehr stark auf den Plan getreten. Da wird es wahrscheinlich massive Veränderungen geben. Ich habe neulich eine Umfrage gelesen zum autonomen Auto. Da waren potenzielle Nutzer gefragt, ja, wie könnt ihr euch das vorstellen? Da war eine ganz interessante Antwort, dass sie gesagt haben, ja toll, dann fahren wir in die Stadt und weil das Parken so teuer ist, schicken wir das Auto da nach Hause, wieder aufs Land und wenn wir es brauchen, holen wir es wieder her. Also es wird sicher anders kommen, ja, aber das heißt, wie sich diese Disruption auswirken und auch die geplanten Veränderungen, das muss natürlich dann wirklich sorgfältig geschaut und auch beeinflusst werden. Aber vielleicht noch auf die Frage vom Herrn Koller mit den Beschlüssen von der Bundesregierung zur Energiewende. Welche Rolle hat es gespielt? Habt ihr die berücksichtigt bei Elektromotoren, bei Windkraftanlagen? Also Windkraft. Also die Beschlüsse sind so weit drin, soweit sie uns vorlagen. Also wir haben jetzt nicht im letzten halben Jahr nochmal die kompletten Szenarioergebnisse oder Szenarioannahmen angepasst. Ja, die wurden ja auch nicht viel besser. Aber die das heißt, die Stoffströme, Elektromotoren und so weiter für Neodym und so, das habt ihr schon berücksichtigt. Ja, also die sind drin. Das vielleicht nochmal. Noch ein Nachgang, gerade bei Mobilität, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Da haben wir natürlich bewusst auch das Business-as-usual-Szenario, ja, ich denke mal, relativ konservativ gehalten. Ja. Man macht das ja methodisch einfach, das sagte ich ja, um diese Bandbreite, diesen Trichter rauszuarbeiten. Wir sagen ja nicht, dass das ist die Entwicklung und die wird es genau, sondern es soll ja einfach dazu dienen, zu schauen, was gibt es denn für realistische Potenziale und in welcher Größenordnung, welcher Steigung sind die erzielbar. Weitere Fragen? Danke. Benny Bongard vom NABU. Ich habe eine Frage. Es klang ja schon öfter an, die Argumentation im Klimaschutz ist einfacher als bei den Rohstoffen, weil sie eben so divers sind. Sie haben aufgezählt, es braucht mehr als ein Ziel und mehr als einen Indikator. Daran aufsattelnd würde ich gerne fragen, haben Sie sich auch über die Botschaften zur Akzeptanz zum Beispiel Gedanken gemacht, weil das ist ja dann sozusagen der nächste Baustein, den man braucht. Also ich kann jetzt nicht alles, was in der Rohstoffwende 2049 vom Öko-Institut vorgestellt wird mit Klimaschutz und ja, es ist im Interesse meiner Kinder, damit die noch Futter vom Land holen, sondern manchmal sind es ja auch globale Fragen, die nicht direkt die Bevölkerung oder nicht direkt die betroffene Industrie betreffen. Deshalb gibt es ja Reflexreaktionen zu ökonomischen Instrumenten, zu Ordnungsrecht. Haben Sie sozusagen an diese Botschaften auch schon mal weitergedacht oder soll das jetzt sozusagen, wären das Fragen für das folgende Forschungsprojekt? Wir sammeln noch. Dann die Dame in der letzten Reihe und dann noch Sie beide nebeneinander und dann Sabine Lankau, Fraunhofer Easy. Ich habe eine Frage zu den Hotspots. Und zwar war mein Eindruck bei den sozialen und ökologischen, dass man hier auch sehr schön eine globale Perspektive hat, sich also auch mit dem Problem tatsächlich in den Abbauländern auseinandersetzt. Bei der ökonomischen Kategorie habe ich den Eindruck, dass es sehr stark auf Deutschland fokussiert, mit dem Versorgungsrisiko. Da würde mich noch interessieren, also die Perspektive ökonomisch im Abbauland, wann gelingt es da auch eine Wirtschaftsstruktur aufzubauen, von der die Menschen am Ende profitieren? Wann wird das Tafelsilber sozusagen verhökert und man hat selbst gar nichts davon? Und bei den sozialen Kriterien ist ja sehr viel auch dabei. Was mir da ein bisschen fehlt, ist sowas wie Arbeitszeiten, Mitbestimmungsrecht, Gewerkschaften. Genau, das wäre einfach meine Frage, könnten diese Punkte noch mit aufgenommen werden oder ist das sozusagen nicht heiß genug, um ein Hotspot zu sein?
Dann nach hier nach vorne bitte. Und dann Sie noch da drüben. Ja, nochmal der Herr und dann Frau Christoph nochmal. Ja, Thomas Reiche, FES-Institut. Wir kümmern uns um die Nebenprodukte aus der Stahlindustrie. Ich muss nochmal leider auf das Thema Steuer und Kies zurückkommen. Gehört ja auch inhaltlich vom Wording her auf jeden Fall zusammen. Sie haben ja jetzt in Ihrem Projekt einen eher negativen Ansatz gewählt, nämlich wir machen eine Steuer, wir machen eine Baustoffsteuer und dann machen wir noch vielleicht eine Deponiesteuer und dann haben wir irgendwann eine Lenkungswirkung erzielt oder vielleicht auch nicht. Haben Sie darüber nachgedacht, vielleicht den anderen Weg zu gehen, positiv zu denken und zu sagen, wir müssen das Recycling und auch den Einsatz in dem Bereich jetzt mal unserer Baustoffe aus industriellen Ressourcen fördern? Ganz konkret ist das Thema politisch-rechtlicher Rahmen im Bereich Vergaberecht. Man könnte auch darüber nachdenken, zu sagen, wir etablieren da für diese Stoffe, wenn sie den technologischen Eigenschaften genügen, entsprechende Umweltparameter einhalten, formulieren wir einen vergaberechtlichen Vorrang, zumindest mal im öffentlichen Beschaffungswesen. Wir stellen das in der Praxis fest, dass unsere Baustoffe da auch bei großen Ausschreibungen im öffentlichen Bereich explizit ausgeschlossen werden. Explizit sind dann da nur natürliche Gesteinskörnungen zugelassen. Ich glaube, dass wir uns ganz verstärkt Gedanken machen müssen über diesen politisch-rechtlichen Rahmen. Forschung machen wir auch seit 64 Jahren. Da gibt es ganz viel Wissen, ganz viele Ergebnisse. Nur Sie können forschen, bis der Arzt kommt. Ich sage es mal ganz platt. Wenn der politisch-rechtliche Rahmen nicht stimmt, werden diese PS im Sinne der Ressourceneffizienz nicht auf die Straße gebracht. Haben Sie das auch in Ihr Projekt mit einbezogen? Und sicherlich werden wir heute Nachmittag im Workshop darüber noch diskutieren. Kann ich gleich an meine Frage von vorher nochmal anknüpfen, an dem, was jetzt diskutiert wurde, nämlich die Frage der Umsetzung. Also wenn man die Instrumente anschaut, die Sie so eingebunden haben, wenn man aber auch anschaut, das Projekt, was du, Rainer, für uns gemacht hast, für die Umsetzungsbedingungen, wäre meine Frage, was sind eure Ideen, um sozusagen zur Umsetzung zu kommen? Weil die Instrumente, wenn man sich die anschaut, werden nicht reichen, selbst für die Änderungen, die man da jetzt sich von die Brust genommen hat. Also was ist da die Idee, so über das Projekt hinaus voranzuschreiten, um wirklich zur Umsetzung zu kommen? Die letzte Frage da drüben. Ja, Manfred Grimm vom VDMA, aber meine Frage hat gar nichts mit meiner Branche zu tun. Mir ging es bei dem Ansatz für Neodym darum, Sie haben in Ihrem Szenario aufgezeichnet, dass Sie bei der längeren Nutzungsdauer der Produkte im ITK-Bereich, da setzen Sie auf eine Bekämpfung der Obsoleszenz. So eine aus meiner persönlichen Erfahrung ist es im ITK-Bereich, da sprechen wir über Handys, Tablets, Fernseher, Laptops, was auch immer. Ist da überhaupt die Obsoleszenz das Problem oder liegt es nicht eher daran, dass die Produkte ständig neu gekauft werden, weil es eben ein neues Modell gibt mit höherer Auflösung, schnellerem Prozessor, was auch immer? Also das ist einfach meine Frage. Dann antworte ich da kurz direkt drauf. Bei der Obsoleszenz gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also es gibt auch die psychologische Obsoleszenz. Ich denke, das ist das, was Sie jetzt ansprechen, dass man denkt, man müsste jetzt unbedingt das neueste Produkt haben. Das mit der Reparaturfähigkeit und Modularität, das war nur ein Beispiel. Also das ist unheimlich facettenreich, hier Strategien gegen die Obsoleszenz zu entwickeln. Und da kann ich Ihnen die Studie der Kollegen wirklich empfehlen, das ist dort gut ausgearbeitet. Aber dass diese psychologische Obsoleszenz ein ganz zentrales Thema auch ist. Die Frage zu Ausland, Ökonomie, Menschenrechte. Ja, die Frau hinten irgendwo hatte die Frage zu sozialen Themen gestellt. Wir haben uns jetzt hier vereinfacht an diesen drei Kategorien orientiert. Aber natürlich kann man das ausarbeiten. Also ich denke, Zwangsarbeit oder Arbeitsbedingungen sind keine Hotspots, die jetzt nicht Hotspots wert sind. In keinster Weise. Also da wäre natürlich die Idee, wenn man das nochmal weiter ausarbeiten würde, sind das auch Themen, die betrachtet werden könnten. Und bei der Zertifizierung habt ihr das ja auch berücksichtigt, ne? Genau, da sind auch die Arbeitsbedingungen mit drin, ja. Weitere Fragen und Antworten? Vielleicht nochmal zu dem Thema mit der Lebensdauerverlängerung. Fand ich ganz interessant, muss man schauen, was es für eine Wirkung haben wird. Das wäre jetzt mal eine Steuermaßnahme, vielleicht im Positiven, wenn das so einen negativen Touch hat. Schweden plant wohl ab nächstes Jahr für Reparaturen von bestimmten Geräten die Steuer zu halbieren. Das fand ich eigentlich mal eine ganz interessante Idee.
das jetzt ausreichend wird, wird man sehen. Aber ich fand das mal einen interessanten Vorschlag von der Regierung. Die wollen das wohl auch machen. Und der Kollege Mannhardt hatte mir gerade gesagt, gestern ist wohl von der Kommission im Rahmen des Eco-Design-Prozesses beschlossen worden, also Haltbarkeit, Lebensdauerverlängerung und auch gute Recyclingfähigkeit stark in die Kriterien reinzunehmen. Das ist natürlich dann auch im Positiven eine sehr interessante Botschaft. Das wird sicher auch ein paar Jahre dauern, aber wir wissen ja aus anderen Beispielen, dass solche Maßnahmen auf der EU-Ebene dann im Laufe der Jahre dann doch ganz schöne Breitenwirkung haben können. Vielleicht nochmal zu Ihrer Anmerkung. Also wir hoffen nicht, dass so rübergekommen ist, dass wir so so negativ aufkommen und alles mit Steuern und Zwang versehen wollen. Ich sage es mal so, wenn sich das mit dem haushaltlichen Umgang mit mineralischen Rohstoffen schnell in absehbarer Zeit in die richtige Richtung entwickelt von alleine durch Effizienz, durch Einsehen, durch neue Entwicklungen, dann braucht man sicherlich keine Steuer. Und Sie haben auch völlig recht, das haben wir aber auch schon gesagt, dass die öffentliche Hand da noch stärker mit gutem Beispiel vorangehen muss bei seinen Ausschreibungen. Also ich glaube, da rennen die Kollegen vom Uber, nicken auch offene Türen ein. Das ist auch kein ganz neues Thema, aber manchmal muss man wirklich 20 Jahre lang immer wieder dasselbe predigen, bis es dann mal irgendwann die Tür durchgestoßen wird. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Also, aber ich sprach ja das Beispiel mit dem Betonrecycling an. Und man muss ja mal die Frage zurückstellen, wieso brauchen wir 20 Jahre, wo die Technologie entwickelt ist. Das ist mit Millionen Steuermittel der öffentlichen Hand, dem BMBF, für Bundprojekten gefördert worden. Wieso brauchen wir 20 Jahre, bis wir mal die ersten Ansätze haben und dann muss noch ein Unternehmer ausgezeichnet werden nach 20 Jahren, was gut ist, was völlig berechtigt ist, dass er das einsteigt. Und da muss man schon sagen, da sind die Reaktionszeiträume zu lange. Und ich glaube, das ist ja auch aus den Ausführungen von der Frau Staatssekretärin deutlich geworden, wenn man jetzt mal die Brille dann auch global sieht, wir haben nicht Zeit, in Zukunft wieder 20 Jahre zu warten, um mal die ersten kleinen Trippelschritte zu machen. Da muss es einfach schneller gehen. Und wenn die Wirtschaft das schneller schafft, ist das Öko-Institut, glaube ich, die letzte Institution, die sagt, die müsste jetzt auch noch mit einer Steuer quälen. Also das werden wir schon sehr differenziert vorschlagen. Ja, und die letzte Frage noch von Frau Christoph, wird es denn alles reichen oder es wird nicht reichen und wie geht es weiter? Da ist, glaube ich, wichtig, tatsächlich nochmal zu sehen, dass es wirklich ein Querschnittsanforderung und Herausforderung ist und dass wir natürlich Transformation nicht nur im Energiebereich brauchen, man braucht es im Mobilitätsbereich, im Gebäudebereich, im Bereich der Landwirtschaft und Ressourcen gehen einfach quer dazu, aber man wird eine Ressourcenstrategie nicht allein erfolgreich durchbringen, wenn in den anderen Bereichen nichts läuft und da ist einfach nochmal wichtig, schauen Sie sich einfach nochmal auch jetzt später in den Workshops die Annahmen an, wo man gesagt hat, ja, Wohnraum nur so und so viel oder Autos doch so und so viel. Und was allein schon in diesen Annahmen steckt, wo man einfach mal sagt, nicht einfach, sondern die Zahlen sind ja sehr gut begründet und jede Zahl kann man sagen, dahinter wird eine sehr große gesellschaftliche Debatte und Erfordernis stehen, um die wirklich durchzubringen. Nun also nochmal ganz herzlichen Dank für die beiden Vortragenden, für ihre Beiträge und Fragen. Ich sage jetzt noch kurz. Wie es weitergeht heute Mittag, es gibt drei Workshops. Workshop 1, Rohstoffwende für Deutschland, mit dem Fokus heimische Rohstoffe. Das wird hier im Saal stattfinden. Workshop 2, nachhaltige Rohstoffpolitik international im Raum Friedrichshain im vierten Obergeschoss. Ich sage auch gleich, wie man da hinkommt. Und Workshop 3, Partner für die weltweite Kreislaufwirtschaft mit dem Fokus internationale Sekundärgewinnung im Raum Charlottenburg, auch im vierten Obergeschoss. Wenn Sie nachher den Saal verlassen, dann werden Sie feststellen, dass es draußen Mittagessen gibt. Das ist der Lichthof. Und wenn Sie dann nach hinten schräg rechts gehen, da ist ein Aufzug und in den kommen Sie in den vierten Obergeschoss. Versuchen Sie bitte nicht, die Treppen zu nehmen, da werden Sie irgendwo im Nirvana landen, aber nicht im vierten Obergeschoss.
Und es geht weiter mit den Workshops um 13.30 Uhr und es wäre vielleicht auch nett, wenn nicht um 13.31 Uhr 100 Leute auf einmal versuchen, in den einen Aufzug reinzukommen. Und jetzt möchten wir, nachdem wir den ganzen Morgen nur über abiotische Rohstoffe gesprochen haben, uns einfach mit biotischen Rohstoffen vergnügen und ich darf Sie ganz herzlich zur Mittagspause einladen. Vielen Dank.